Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Besucher, Frauen verdienen in Deutschland über ein Fünftel weniger als Männer. So lautet das in der Presse plakativ zusammengefasste Ergebnis von Berechnungen, die sowohl das Statistische Bundesamt als auch das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut HWWI durchgeführt haben. Es sind nicht die ersten Studien dieser Art, die eine scheinbar riesige Lücke zwischen den Einkommen von Frauen und Männern offenbaren, auch Gender Pay Gap genannt. Nur selten wird in der öffentlichen Diskussion darauf hingewiesen, dass es sich um einen unbereinigten Wert handelt. Es gibt keine Auskunft darüber, wie groß der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeit tatsächlich ist. Das geht auch aus den Studien selbst hervor. Laut HWWI sind 2/3 des Pay Gaps darauf zurückzuführen, dass vor allem ältere Frauen andere Berufe ausüben als Männer. Viele Frauen entscheiden sich auch heute noch für Branchen und Berufe, die traditionell als typisch weiblich gelten. Sie werden Krankenschwestern, Erzieherinnen oder Raumpflegerinnen. Genau diese Tätigkeiten sind es aber, die schlecht bezahlt werden. Das gilt für weibliche und männliche Beschäftigte gleichermaßen. Also hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Der Dortmunder Statistikprofessor Walter Krämer drückt das so aus: Frauen verdienen im Durchschnitt weniger, weil sie lieber Sozialpädagogik statt Maschinenbau studieren. Sie verdienen zwar weniger, dies aber nicht, weil sie für gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden, sondern weil sie unterschiedliche Arbeit leisten. So verdient ein Arbeiter auf einer Ölplattform ein Mehrfaches einer Küchenhilfe. Aber der Monteur ist typischerweise männlich und die Küchenhilfe weiblich. Daneben gibt es weitere geschlechtsunabhängige Faktoren, die den Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen erklären. So ist der Anteil der Frauen, die in kleineren Firmen beschäftigt sind, deutlich größer als der in Großunternehmen. Klein- und mittelständische Betriebe zahlen auch ihren männlichen Beschäftigten weniger Lohn als zum Beispiel ein DAX-Konzern. Frauen üben ihren Beruf häufig in Teilzeit aus, was auch damit zusammenhängt, dass Frauen in den Familien oftmals für die Erziehung der Kinder zuständig sind. Viele Frauen scheiden zudem nach der Geburt des Nachwuchses aus dem Arbeitsleben aus, verlieren dadurch den Anschluss im Beruf und können am Ende weniger Erfahrung aufweisen. Diese führt ebenfalls zu Gehaltsabschlägen gegenüber den männlichen Kollegen. Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat ermittelt, dass sich die Lohnlücke weiblicher Arbeitnehmer erst ab dem 29. Lebensjahr vergrößert, wenn viele Frauen hierzulande ihr erstes Kind bekommen haben. Bis zur Babypause liegen Frauen und Männer beim Arbeitseinkommen praktisch gleich auf. Außerdem nehmen Männer innerhalb einer Berufsgruppe häufiger Aufgaben mit größerer Verantwortung wahr, die aus diesem Grund auch besser bezahlt sind. Dabei geht es nicht in erster Linie um Führungspositionen, sondern um Stellen, die ein höheres Maß an Selbstständigkeit verlangen. Frauen besetzen dagegen eher Arbeitsplätze unter ihres formalen Qualifikationsniveaus. Hören Sie auch zu, dann werde ich Ihnen das sagen. Ja, dann hören Sie auch zu. Dann hören Sie auch zu. Hab ich das Wort? Wenn Sie wollen, können Sie eine Zwischenintervention machen oder eine Frage stellen. Aber dazwischenreden ist doch keine Art. Das zeigt doch nur, dass das nicht substanziert ist, was Sie sagen. Der Abgeordnete Leitreiner hat das Wort. Berücksichtigt man die genannten Faktoren, dann stellt sich heraus, dass die schlechtere Bezahlung von Frauen im Arbeitsleben größtenteils nichts mit Geschlechterdiskriminierung zu tun hat, wie Frauenrechtler, Gewerkschaften und linke Parteien immer wieder behaupten. Was bleibt, ist ein echter Gehaltsunterschied von etwa 6%, den auch die Linksfraktion in der Antragsbegründung nennt. Aber es geht weiter. Dieser Pay Gap ist zumindest auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar, könnte also tatsächlich auf eine Benachteiligung von Frauen im Berufsleben hindeuten. Dem ist aber nicht so, genau. Denn auch für diese Lohnlücke gibt es eine Erklärung. Um diese Erklärung zu finden, muss man weitere Untersuchungen einbeziehen. Kürzlich wurde in der TV-Dokumentation über ein Experiment berichtet, in dem eine gleich große Zahl von Männern und Frauen, die sich auf eine fiktive Stelle beworben hatten, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind. Das Gespräch wurde auf Seiten des vermeintlichen Arbeitgebers von weiblichen Sozialwissenschaftlern geführt, die allen Bewerberinnen und Bewerbern dieselbe Frage stellten.
Abschließend wurden die Kandidaten gebeten, ihre Gehaltsvorstellung zu nennen. Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern. Im Durchschnitt lag die Gehaltsforderung der männlichen Stellenaspiranten um 9% über den ihrer weiblichen Mitbewerber. Okay. Herr Leitreiter, fahren Sie fort, bitte. Dieses Experiment hat belegt, was Praktikern aus eigener Erfahrung schon lange bekannt ist. Frauen treten gegenüber dem Arbeitgeber bescheidener und weniger fordernd auf als Männer. Und das nicht nur als Stellenbewerber, sondern auch bei Gehaltsverhandlungen, etwa im Vorfeld von Beförderung. Natürlich wird ein Unternehmer einen Mitarbeiter aus betriebswirtschaftlichen Gründen nur so viel bezahlen, wie er muss. Und das ganz unabhängig vom Geschlecht. Wenn Frauen im Durchschnitt also weniger Geld für ihre Arbeit verlangen als Männer, dann werden sie am Ende auch weniger bekommen. Das ist auch der Grund für die verbleibende Diskrepanz in der Bezahlung von Männern und Frauen, die wie gesagt auf etwa 6% taxiert wird. Dabei handelt es sich um ein psychologisches und kein politisches Problem, das der Gesetzgeber zu beheben hätte. Frauen müssen lernen, besser ihre Gehaltsforderungen zu artikulieren. Und wenn sie jetzt nicht wiedergewählt werden am 26. Mai, dann nehmen sie meinen Tipp mit in die Wirtschaft, fordern sie ein anständiges Gehalt, genauso wie die Männer. Eine auf Geschlechterdiskriminierung basierende Entgeltungleichheit, also die behauptete skandalöse Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, gibt es in Deutschland de facto nicht. Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass unter der Ägide der damaligen SPD-Familienministerin Schwesig das sogenannte Entgelttransparenzgesetz in Kraft gesetzt wurde. Dieses Gesetz hat in der von betroffenen Unternehmen für zusätzlichen bürokratischen Aufwand gesorgt, und das weiß auch die CDU, und Kosten verursacht. Das erklärte Ziel, die Einkommens- und Karrierechancen von Frauen zu verbessern, ist verfehlt worden, wie die Erfahrung aus der Praxis zeigt. Von ihrem Recht, Gehaltsanfragen an den Arbeitgeber zu stellen, um eine mögliche Entgeltdiskriminierung bei gleicher Arbeit aufzudecken, machen die Betroffenen bislang kaum Gebrauch. Daran würde auch eine Abschaffung der heutig geltenden Schwellenwerte und eine Ausweitung der Regelung auf alle Betriebe, unabhängig von der Beschäftigtenanzahl, wie sie auch die Grünen fordern, nichts ändern. Im Ergebnis erhöhte sich nur der Aufwand für den Arbeitgeber, was vor allem kleinere Betriebe unverhältnismäßig belasten wird und ist deshalb abzulehnen. Das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen, wie es in Bürokratiedeutsch heißt, ist Aufschluss einer ideologisch überfrachteten Debatte über die angebliche Schlechterstellung von Frauen bei der Gehaltsfindung. Eine Benachteiligung ist bei genauer Betrachtung nicht festzustellen. Wer will, dass Frauen in Deutschland insgesamt mehr Geld verdienen, der muss sich dafür einsetzen, dass die Vergütungen in den Niedriglohnbranchen steigen, weil dort weibliche Beschäftigte überproportional vertreten sind. Dazu gehört es auch, den unkontrollierten Zuzug geringfügig qualifizierter Migranten nach Deutschland zu drosseln. Denn diese Zuwanderung fördert nicht nur das Lohndumping, sondern hebelt auch den gesetzlichen Mindestlohn aus. Das aber werden vor allem die Antragsteller von der Linkspartei ungern hören, da sie bekanntlich für offene deutsche Grenzen sind. Die Forderung ist zwar legitim, jedoch darf man sich dann nicht wundern, wenn es hierzulande mit den Löhnen bergab geht. Und das gerade auch für Frauen. Ein weiterer nicht unbedeutsamer Effekt ist das Drehen der Märkte. Aufgrund des knappen Personalangebots sind Arbeitgeber froh, wenn sie überhaupt qualifiziertes Personal zu einem angemessenen Preis finden. Diese Debatte kommt Jahre zu spät, meine Damen und Herren. Wir sollten als Politiker keine Debatten über Scheinprobleme führen, sondern uns den tatsächlichen Herausforderungen widmen. Im Bundesland Bremen gibt es bekanntlich ja jede Menge davon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.